Hallöchen Leute, seid willkommen. Euer Remi mal wieder am Start. In Minecraft haben wir euch was Schönes hier hingezimmert. Und ich spoilere auch nicht genau, wie das heißt. Wir machen es so: Ich habe was gebaut, fahre hier mal rum. Es ist ein Freizeitpark, in dem ich mal war. Dieser befindet sich in Deutschland. Ihr ratet und schreibt es mir in die Kommentare, um welchen es sich hier handelt. Wir haben einfach mal einen Nachbau aus dem Kopf hier hingelegt. Und wie gesagt, ich verrate jetzt nicht hier allzu viel, sondern werde die Sache einfach runterfahren. Um mir nicht die Zunge abzubeißen, weil die hält ja nicht still, werden wir es so machen: Ich werde mich einfach zwischendurch muten, um euch das hier so zu zeigen. Erstmal sind wir unterwegs mit unserem Schienensystem in der Bahn, unter Wasser. Dann sind wir endlich angekommen. Unser eigener Minecraft-Freizeitpark. Also dieser Nachbau ist nicht nach einer Anleitung oder so, sondern einfach frei aus dem Kopf, wo ungefähr grob gesehen was stand. Also es ist nicht hundertprozentig detailgetreu. So, da haben wir euch auch eine kleine Karte gemacht, was da alles so drauf ist. Wie gesagt, ich bin gespannt, ihr ratet, was es ist. Und wir werden hier jetzt immer nach und nach die Fahrgeschäfte durchgehen und was da so alles aufgebaut ist. Ich hoffe mal, es ist nachher auch erkennbar für euch. Als erstes geht es immer dahin. Dann haben wir da oben noch Achterbahn aufgebaut. Da haben wir Glück, ist noch vor Öffnungsbeginn. Und so können wir denn hier wenigstens ohne Anstehen hier die Sache durchgehen. Juhu! Und diese Wasserrutsche. So, dann auf der Karte, wo geht's weiter? Da drüben. Hier nochmal unser Wasserrutschsystem im Minecraft. Wie gesagt, frei Hand nachgebaut eines Freizeitparks in Deutschland befindet er sich und einfach frei Kopf, weil wir mal da waren. Haben wir uns versucht. Also nicht meckern, wenn hier alles schief und krumm steht. Ja, das ist natürlich auch jetzt nicht die aktuell neueste Version, weil ich war ja nicht gestern da, sondern das Ganze ist auch schon ein paar Jahre her. Müsste 2018 rum gewesen sein. Auf geht's. Und da sind wir zügig unterwegs. Und haben hier unser nächstes Fahrgeschäft.
So, das war Nummer 2. Dann geht's weiter. Lange Schlange stehen normalerweise, kennt man so, aber wir können die abkürzen. Auf geht's ab in unsere Gondel und Fahrgeschäft Nummer 3. Juhu. Ja, das war's natürlich, sagen wir mal ziemlich kurz. Und go nochmal mit Nachtsicht, damit wir unten den Tunnel dann auch sehen. Auf durchs Boot. Ja, Leute, Achterbahn macht auf jeden Fall Spaß. Hier nochmal das Fahrgeschäft selber und unser Boot. Da fallen wir dann da durch und kommen da unten wieder raus und dann geht's da rein. Und runter zur Karte. So, nochmal schön gedreht. Ja, wir sehen schon schwummerig aus vom Achterbahnfahren, aber wir machen weiter. Das kennt man ja im Freizeitpark normal. Und hier können wir dann gemütlich mit dem Boot rumpaddeln. Thank you.
Ich wette mit euch, die ersten haben schon das große Holzgestell spätestens geraten und erraten, um welchen Freizeitpark hier nachgemacht sein soll in Minecraft. Oh, kommt das Lama hier mit? So, nochmal Nachtrank, damit wir was sehen. Na gut, okay. Passagiere sind natürlich erlaubt. So, du fährst noch eine Runde. Ich muss weiter. Dann auf zur nächsten Attraktion. Hier sind die kleinen Häuser für die Besucher. Damit man innen drin mal sieht. Da konnten wir jetzt natürlich nicht wie im Original so viel aufbauen. Aber hier immerhin. Also wir haben die alle wirklich dahin gezimmert. Immerhin. Ich glaube gar nicht übel. Dann los zum nächsten. So, dann geht's hier noch mal runter, noch mal ins Boot. Und hier haben wir mal versucht, so ein bisschen, geht natürlich nicht hundertprozentig, ein bisschen nachzugestalten, wie das dort so aussah. Nochmal einen Nachtrank, damit wir auch was sehen. So, da haben wir es noch mal von oben und dann geht es gleich weiter. Joi, jetzt geht's los. Die nächste Achterbahn. Hallo, Fuchs. So, das war's. Das ist hier eine relativ kleine Bahn. Wir sind natürlich da immer ein bisschen sehr schnell durch. In echt dauert das Ganze schon mal ein bisschen länger. Dann wieder zum Plan und dann schauen wir mal, was noch so anliegt. So, da waren wir und da geht's weiter. Haben die alle hier nur ihre Haustiere mitgebracht und vergessen? So, wir kürzen ab. Genau, oben auf dem Bach steht ein Helikopter.
Kaiser. Supi, da können wir hier schön unten drunter und oben rüber. Genau, haben wir vorne so eine Absperrung, damit wir hier auch anhalten. Gucken wir mal rein. Haben wir versucht halt so ein bisschen nachzumachen, nachzugestalten. Genau, und dann gehen wir endlich da nach hinten. Hier waren wir gerade eben bei dem Hubschrauber. Da können wir es kaum noch abwarten hin. Hier ist der Eingang, da kann man da in Schlange stehen und hineingehen. Ja, haben wir hier mit den Fenstern ebenfalls mal so ein bisschen versucht, so wie es in Erinnerung geblieben ist. Ich hoffe, es passt wirklich zum Großteil wenigstens. Und zum Ablegen der ganzen Taschen und Sachen, die man halt so hat. Weil in der Achterbahn sollte man ja nicht unbedingt mit dem Rucksack und der losen Kamera sein. Die könnte ja so abstürzen. Hier geht's richtig hoch. Das ganze Jahr ist in Braun. Also Holzhaupting. Na, ich finde, ihr seid schon längst drauf gekommen, was das wird. So, und hier geht's zack nach unten durch die Boden und dann weiter. Da müssen wir sagen, da haben wir richtig ins Zeug gelegt und hier das doch relativ gut, hoffe ich mal, hinbekommen. War jedenfalls eine fetzige Attraktion und schon nur diese. Nur deswegen könnte man auch hinfahren. Yippie, ja, das kann man hier nicht wirklich anders sein. Wir hatten da so einiges versucht, aber anders geht das nicht. Und weiter. Zack. Also, jetzt müsste das ja wirklich schon raus haben. Na, wo ist die Grafik? Ah, wir klemmen hier im Gang. So ist besser. Da ist ja unsere Riesenattraktion. Unser Fahrgeschäft.
Und mit riesig, beiden war wirklich riesig. Riesengroß. Gartenende, so kann man es noch sehen. Ja. Dann gibt es eigentlich nur noch eins, ja. Eins kommt noch. Ja, und dann auf zum letzten. So Leute, ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Wer möchte, kann gerne ein Like da lassen, den Kanal abonnieren. Also hier haben wir uns richtig ins Zeug gelegt. Wer da nicht wenigstens einen Daumen nach oben da lässt, der sollte lieber ausschalten und von gar nicht erst losschauen. Da steckt hier richtig viel Arbeit drin, Leute. Hier haben wir nochmal so großen Tower dazu. Und da ist er, der Remi. Ganz oben. Nichts für schwache Nerven. Da bekommt man Höhenangst. Und juhu. Zack, angekommen. So, nochmal alles von oben kurz durchgezeigt. Schreibt mal gerne was in die Kommentare, was euch auf der Seele brennt, um was es sich handelt. Ich bin gespannt, ob es erkennenswert ist.